Haus, das seine eigene Wärme und seinen eigenen Strom erzeugt und Strom auch noch ins Stromnetz einspeist. Kein Traum, das Ganze nennt man Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben uns das genauer angeschaut und auch gefragt, hält die Technik wirklich das, was sie verspricht? Hallo, kommen Sie rein. Bei Familie Feucht im Keller wohnt ein Dachs, beziehungsweise steht er da. Der Dachs ist ein kleines Kraftwerk mit sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung. Es heizt und produziert gleichzeitig Strom. Also wir sind generell sehr zufrieden. Es gibt keinerlei Beschwerden im Haus, es ist ein reines Mietobjekt. Funktioniert vom ersten Tag an alles. Anlagen wie diese entlasten die Umwelt, denn mit ihnen lassen sich die CO2-Emissionen deutlich verringern. Dachs ist eine Kraft-Wärme-Kopplung oder Blockheizkraftwerk oder Heizkraftanlage. Das bedeutet, wir verbrennen Erdgas oder Flüssiggas oder auch Heizöl. Die dabei entstehende Wärme wird zur Beheizung vom Gebäude bzw. zur Warmwassererzeugung verwendet. Und die mechanische Energie von der Maschine treibt ein Generator an, der Strom produziert. Derartige Kraftwerke sind in größeren Wohnanlagen keine Seltenheit mehr. Der Dachs verbraucht pro Stunde, wo er läuft, ca. 22,5 Kilowattstunde Gas. Eine Kilowattstunde Gas kostet 5 Cent. Also sind wir ganz grob bei 1,10 Euro. Was er an Brennstoff braucht, in dieser Zeit produziert er ca. 15 Kilowattstunden Wärme. Und er produziert 5,5 Kilowattstunden Strom. 32.000 Euro hat diese Anlage gekostet. Nach rund 10 Jahren sind die Kosten wieder drin. Generell gilt, je größer die Anlage und die Leistung, umso rentabler. Der überschüssige Strom kann ins Netz eingespeist werden. Die andere Möglichkeit in so einem Mehrfamilienhaus ist die, dass man den Strom an die Mieter verkauft. Da bekommt man dann ca. 16 Cent für die Kilowattstunde Strom, 16, 17 Cent. Heißt, man hat einen Mehrgewinn von ca. 4, 5 Cent, den man durch den Stromverkauf generieren kann und der natürlich dann auch zur Wirtschaftlichkeit von der BHKW-Anlage beiträgt. Deshalb ist so ein BHKW in einem Mehrfamilienhaus so lukrativ.